Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, in der letzten Folge wurden wir verlassen und gerettet und überhaupt. Und jetzt stehen wir hier einsam und verlassen. Okay, Ellie ist noch da, muss man dazu sagen. Stehen wir jetzt hier am Strand rum. Ih, was war denn das? Also zumindest Tiere gibt's hier noch. Wie geil. Okay. Was war das hier? Oh, oh, sehr schön, sehr schön. Sehr geil. Können wir denn hier irgendetwas noch machen? Das ist alles auf 333. Nein, können wir nicht. Okay. Die sind doch jetzt da hinten hochgegangen, oder nicht? Weil Ellie läuft jetzt mit mir hier unten am Strand entlang. Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ich bin schon dabei. Klar, kein Thema. Vielleicht finden wir Infizierte dort, aber... Augen offen halten! Also ich meine, in der Serie war das jetzt so der Moment, wo wir keine Infizierten mehr getroffen haben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das hier auch für das Spiel gilt, ehrlich gesagt. Augen offen halten, das ist ja ein ganz toller Ratschlag. Wie komme ich denn da rein? Oh. Was? Nur von... Ah nee, hier. War noch nie auf einem Boot. Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen, genau. War da nicht gerade irgendwas? So, da liegt was. Da. Nein, nimm bloß nicht das, was Ellie. Ich anvisiere. Ich glaube, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Genau. Und zwar ist das Buch 11, wenn ich jetzt gerade richtig gesehen habe, von Savage Starlight. Antiteilchen, okay. Kann man diesen komischen Typen hier vorne erschießen? Kann man die sammeln? Ich bin mir nicht sicher. So, jetzt darfst du endlich die Sachen nehmen, die ich amüsiert hatte. Danke, Joel. Oh, da ist noch was zu lesen. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So musste es manchmal kommen. Irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schiefgehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Ich. Ich habe trotzdem irgendwie so ein ganz, ganz, ganz mieses Gefühl. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das jetzt tatsächlich so ein ungutes Gefühl. Soll ich da mal runterspringen? Ich springe einfach, ja. Mal gucken. Ich hoffe, dass der jetzt nicht hier unten lag. Er hatte schon gesagt, man soll nicht auf seinen Kopf springen. Ein Firefly-Anhänger. Sehr geil. Josh, das... war der das von eben? Ich weiß nicht mehr. Scheffler, 127. Yeah. Ich weiß gar nicht. Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht, wo man sehen kann, wie viele man überhaupt bekommen hat? Aber es war gut, dass sie gesagt hat, schau mal hier unten. Ich meine, ich wäre wahrscheinlich sowieso hier rein, aber... ja, hallo? Einmal ducken, bitte. So, ich nehme mal an, wir müssen da hoch. Was ich nicht gut finde, dass es so dunkel geworden ist. Oh, was ist das denn hier? Ellie, komm mal mit. Was haben wir denn hier? Das ist nur... Das ist nicht gut. Was ist das für Munition? Na, oh, Pistolenmunition. Ja, aber wir haben trotzdem nur 3 Schuss. Mhm. Können wir nicht noch mehr finden, die bitte? Endstation. Das ist eine Boje, wenn ich das richtig sehe. Dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Ja. Hatten früher alle Boote? Da, ich hatte eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Sarkasmus. Genau. Es geht voran. Mhm. Da müssen auch Kinder mitleben. Viele Menschen sind sarkastisch. Hey, Ellie. Ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal lassen. Vor allen Dingen haben wir frisches Wasser, so wie es aussieht. Das ist gut.
hier noch irgendwas? Nee, ne? Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Hm, der hätte Wasser dabei gehabt, aber... Das können wir nicht... Sollen wir dir helfen? Ich habe deinen Namen vergessen, fällt mir gerade so auf. Hilf mir mal damit. Okay, zusammen. Na los, taten wir es. Das gefällt mir gar nicht, Leute. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Okay, kommt, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Holt die Lampen raus. Sam, bleib hier. Es gefällt mir überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, da meldet sich, glaube ich, mein sechster Sinn oder so. Ich weiß es nicht, aber es ist nicht gut. Ich glaube nicht, dass es gut ist. Weil gerade so, wenn es so dunkel ist. Wir gehen hier lang. Gehen wir mit denen oder gehen wir alleine, Ellie? Was meinst du? Mit denen könnten wir zusammen ballern, ne? Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Oh, mir gefällt das so gar nicht. Ach, da stehen die beiden. Mir gefällt das echt so gar nicht. Wenn du das aufkriegst, krieche ich durch und mach die Tür auf. Oh, ihr Gott, eine riesige Ratte. Oh, Ellie, mach schneller. Ich habe irgendwie ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Dankeschön. Voilà. Kommen die anderen mit? Ne, die bleiben da hinten stehen, ne? Könnte man da jetzt noch irgendwas nehmen? Oh, ja, glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen mit zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Oh, sehr, sehr geil. Können wir noch irgendwas machen? Ne, da haben wir alles drei drin. Okay. Was war das denn jetzt? Kautabak oder was? Munition. Leider nur für einen Revolver, aber Munition. Oh, oh, oh. 50 Teile. Ja, mein lieber Scholli. Da muss ich sagen, da haben wir uns jetzt mal wirklich was Gutes getan. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Baby. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Oh. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihm in diesen Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erstmal ein Kanalmaulwurf-Man. Wünscht mir Glück. Ich. Ach, schon wieder dieser Ich. Aber, also entweder hat er uns hier so eine Spur hinterlassen oder ihn... Ach, ich dachte gerade, sie ist da an dem Hebel anziehen. Okay. Wir haben nicht viel... Wir haben nicht viel Munition, ne? Ah, da wollte ich doch... Nein, ich wollte da drauf eigentlich drücken. Wir haben nicht viel Munition. Wir haben noch die Dinger hier. 15 in der Schrot. Oh mein Gott, haben wir wenig Munition. Nein, du solltest aber eigentlich die Pistole behalten. Ich hätte nur gerne eine Werkbank gehabt, ehrlich gesagt, damit wir die andere endlich mal aufwerten können. Oh Leute, das gefällt mir so gar nicht. Hier lang. So gar nicht. Da vorne scheint ein Weg zu sein. Mhm. Gleich hier. Ja, ja. Geh schon mal vor. Wenn wir angegriffen werden, kannst du als erster schießen. Kommen wir hier runter?
Frage ist, ist da irgendwas im Wasser? Sieht nicht danach aus. Ich denke mal, so schnell werden wir jetzt auch keinen Anhänger mehr kriegen. Oh, Leute. Lass doch mal deine Waffe draußen, Joel. Ey, ich würde niemals mit der Waffe die ganze Zeit irgendwo im Halfter oder so hier rumlaufen. Können wir nicht hier raus? Wenn Infizierte da sind. Ist das wieder hier ein Job für mich, ja? Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Okay, Joel. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Oh, geh schon mal ins Wasser, Joel. Du kennst das, ja? Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Achso, halte B gedrückt. Entschuldigung, falsche Taste. Ach, da. Ah, okay. Moment, dann. Luft holen. Nicht ertrinken, Joel. Henry, versuch's mal. Ich guck noch mal, haben wir noch irgendwas anderes hier unten? Okay, das öffnet sich auf jeden Fall. Es geht. Okay, da können wir... Ich sehe mich mal um. Bleibt wachsam. Aha, komm ich hier hoch? Komme ich nicht hoch, ne? Dachte ich mir schon. Da müssen wir wahrscheinlich da durch, damit wir dann links hoch können oder so. Keine Ahnung. Oh, ich weiß nur, ich habe so ein ganz... Vielleicht kommt es auch vom Kaffee, ich weiß es nicht. Aber ich habe ein ganz, ganz komisches Gefühl in der Magengegend. Ich kenne die Stelle absolut nicht. Muss ich dazu sagen. Ah, das kommt mir sowas von suspekt vor hier. Und ich hasse es ja auch, wenn es so dunkel ist. Da kommen wir noch weiter. Da kommen wir noch weiter. Oh Gott. Ich hoffe, das ist jetzt nur so ein Käfig oder sowas. Ah ja, genau. Sowas in der Art habe ich gehofft. Halt, stopp. Natürlich. Das Wichtige, Munition können wir mal wieder nicht mitnehmen. Oh, wie ich das hasse, ehrlich. Aber wenn wir hier Munition bekommen, ist das auch kein gutes Zeichen. Also was richtig schlimm wäre, wäre jetzt hier so ein Bloater oder noch schlimmer diese schnellen Viecher, die man nicht sieht und hört. Oh, da würde ich jetzt die Krise kriegen. Ach, guck mal. Stimmt, wir müssen ja was für Ellie mitnehmen. Ich habe hier aber irgendwas gehört, glaube ich. Aber es kann auch sein, dass das jetzt nur ein Frosch gewesen ist. Mir nicht so sicher. Oh nein. Oh fuck, da sind Klicker. Oh. Es war kein Frosch, wollte ich nur noch mal erwähnt haben. Boah, die Frage ist jetzt nur, müssen wir jetzt die Tür aufmachen und dann direkt die Klicker da? Das wäre jetzt richtig scheiße. Ja, Ellie, ne? Bester Service, komm drauf. Los, Ellie. Na also, sehr schlau. Ne? Sollen wir den Kleinen auch noch mitnehmen oder kann er schwimmen? Ne, die gehen einfach woanders hin. Ja, kein Thema. Oder soll ich ihn dann gleich einzeln nochmal... Oh, aber mit den Klickern, das ist... Uiuiui. So, Ellie. Einmal hoch. Na komm, geh einmal hoch. Soll ich dich jetzt da hinten hinbringen, oder was? Nee, da kann ich dich gar nicht hinbringen. Okay. Dann geh doch einmal hoch, Ellie, damit du von dem Floß runter bist. Na los. Ellie. Oder muss ich loslassen? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann nicht loslassen. Na super. Ellie, sei doch nicht so doof. Geh doch einfach da hoch. Hier komme ich irgendwie nicht rein. Keine Ahnung. Da komme ich nicht rein.
Muss ich dich andersrum dahin schieben? Oder bist du jetzt hier total verwöhnt? Oder was ist los? Jetzt mach schon, Ellie. Ich kann das Ding nicht mehr loslassen. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Ellie. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Soll ich die woanders hinbringen? Ich meine, gut, die kann theoretisch auf die andere Seite. Da, wo wir nicht hochkamen. Die Frage ist, geht sie dann da hoch? Weil wenn sie da schon nicht hochgeht... Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Ja, wäre gut. Aber wenn du dich nicht bewegst, Mädel... Dein Ernst jetzt. Sieh nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Okay. Ach so, jetzt kommen die beiden. Das ist schön. Und ich muss mir jetzt meinen eigenen Weg hier suchen? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich sag's lieber nicht laut. Oder hilft der mir jetzt hier hoch? Leute? Hallo? Wir sollten jetzt gehen. Ja, das wäre schön. Hilfst du mir dann auch mal hier raus? Ah, geht doch. Ich muss sagen, ihr zwei beeindruckt mich. Wir sind schon Profis darin. Ach ja, die liebe Ellie. Immer die Fresse aufreißen. Und dann abhauen, wenn ein Klicker kommt. Ja gut, das wird natürlich jeder machen, das ist ja klar. Beziehungsweise halt eben leise sein. Was ist noch was? Was ist denn da nicht? Ja, Munition, Munition. Keine andere Wahl. Oh, ja, geil. Geil, 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 geil. Was nicht so geil ist, natürlich. Wenn wir so viel Munition bekommen. Oh, ich sage, ich habe so ein ganz mieses Gefühl. Wird jetzt kein Arena-Kampf oder so eine Scheiße. Was war denn das? Ah, Werkzeugstufe 3. Genau, das war's. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Bringt uns nur leider nichts, wenn wir keinen Werkzeugtisch haben. Der wäre ganz hilfreich jetzt. Ja, noch kann ich nichts ausmachen. Macht euch trotzdem drauf gefasst, dass was passiert. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Okay. Erschrocken habe ich mich trotzdem, das muss ich zugeben. Ein gutes Versteck hält. Hausregeln. Wichtig, bitte lesen. Sicher gehen, dass alle Türen abgeschlossen sind. Nach dem Passwort fragen, wenn Fremde kommen. Nicht rumschreien oder laut spielen. Ins Versteck rennen, wenn der Alarm losgeht. Okay. Eine Werkbank, ja. Moment, da ist was. Was ist denn da? Das ist keine Werkbank, schade. Ich dachte jetzt gerade, Shorty, neue Waffe? Moment. Die soll scheinbar besser sein als die Pistole. Wobei, Pistole habe ich jetzt natürlich so viel Schuss noch drin. Warum kann man die nicht angucken? Das finde ich doof. Da kann ich mir die Waffen nicht ansehen, ne? Oh, wir brauchen nur noch 5, dann können wir unsere Gesundheit endlich vergrößern. Tja. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Was jetzt besser wäre, noch ein neues Halfter wäre natürlich nicht schlecht.
Dass man die da alle mal... Shorty, kenne ich überhaupt nicht. Super. Geh mal aus dem Weg, Ellie. Ah, sehr schön. Ellen, nicht. Beruhig dich. Mhm. Kapitel 4, verbesserter Radius, eingesetzter Sprengstoffbehälter. Das ist keine gute Idee, was du da gerade machst, Ellie. Über leise, okay? Das ist, oder was ihr beide da macht, sagen wir es mal so. Ey, hier ist Babyspielzeug drin. Oh je. Okay, Munition haben wir auch nochmal bekommen. Okay. Ich würde gerne hier abspeichern. Wir bekommen hier gerade so viel. Ich weiß nicht, ob mir das hier so gefällt. Also, dass wir das bekommen, das gefällt mir natürlich, ne? Können wir hier noch irgendwas? Wir haben alles voll. Dafür haben wir gar nichts mehr, um noch eins herzustellen. Das ist natürlich nicht gut. Boah, geh mir doch einfach mal aus dem Weg hier. Okay. Oh, sehr schön. Hm. Hörst du das? Infizierte. Leise. Das Problem ist, ich sehe halt nichts, ne? Wenn das jetzt die sind, die ich denke, dann ist es eh egal. Oh, Leute, was macht ihr mit mir? Oh Gott. Ja. Nein, ich wollte nachladen. Ich kann nicht nachladen. Oh, ein Klicker. Ein Klicker. Schieß bitte auf den Klicker. Nein, nicht runtergehen. Bleib hier. Tja. Waren das alle? Wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist. Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Okay, ich würde sagen, da wechseln wir mal die Waffe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vielleicht waren das jetzt die, die wir... Ich bin jetzt ganz leise, es tut mir leid, ich muss hören. Hier noch irgendwas ist. Das ist für die neue Waffe. Okay. Grundsätzlich ist das schon mal gut. Das Problem ist nur, die müssen wir natürlich komplett aufwerten. So, hallo Susan. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindern einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den ganzen Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen, heute Abend. Kleine Warnung am Rande, Kyle macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Ich. Also dieser Ich ist ja irgendwie überall vertreten, ne? Scheinbar. Kann man da ran? Das sieht so schön nach Teilen aus, aber offenbar sollen wir es nicht nehmen. Ist die aufgeladen? Die ist aufgeladen.
kann ich das nicht mitnehmen, weil es überhaupt gar kein Band ist. Okay. Ich habe jetzt gerade kurz gedacht, das wären diese Ekelsviecher, aber die geben, glaube ich, gar keinen Ton von sich, ne? Schräubchen, Schräubchen, Schräubchen. Dankeschön. Mehr haben wir hier nicht. Nein. Oh, Moment, das. Ah, ne, das ist voll. Da ist eine Tür. Na, ich bin mir nicht sicher, ob wir die öffnen sollten. Okay. Sie mussten nicht leiden. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf Kinder bezogen. Oh je. Doch, hier sind viele Kinderkörper. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Keil. Himmel. Das nehmen wir noch mit. Oh je, oh je. Okay. Ach, da oben geht's auch noch weiter. Irgendwas, was wir hier noch mitnehmen können, oder? Scharfe Nahkampfwaffen verursachen mehr Schaden als stumpfe. Ja, tauschen wir die doch mal. Ist sowieso so gut wie kaputt. Die Frage ist jetzt nur... Können wir aber... Ja, ja, können wir aber machen. Okay. Gut. Oh, so ein Teil hat meine Tochter auch gehabt. Das waren so Puzzleteile, die man auf den Boden legen konnte. Wo man sich quasi so seinen eigenen Teppich rausmachen konnte. Die waren cool. Nee, tauschen will ich nicht. Aber gut, dass wir nochmal nach oben gegangen sind und geguckt haben. Sehr schön. Allerdings, wenn ich meine Waffen jetzt stärker werden. Ne, ihr wisst, was das bedeutet. Scheiße. Ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Aber da kommt was runter. Dahin. Ja, wie wär's mit durchkrabbeln? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber können wir gar nicht sagen. Alter! Nein! Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Die schaffen das. Ja, ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Ja, die Frage ist nicht, ob die das schaffen. Die Frage ist eher, ob wir das schaffen. Da ich jetzt leider nicht weiß, wie lange das Ganze hier noch dauert, würde ich sagen, nehmen wir mal einfach das Ganze als kleinen Cut. Nämlich, dass wir jetzt getrennt wurden. Und ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal eine kleine Pause machen und den Rest dann in der nächsten Folge ansehen werden. Das ist gemein, ich weiß. Aber bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.